Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Kriegszustand für die erst kürzlich annektierten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine verhängt. Damit erhalten die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson weitreichendere Machtbefugnisse. In der Region Cherson im Süden des Landes haben die ukrainischen Streitkräfte russischen Angaben zufolge mit einer Gegenoffensive begonnen. Die Zivilbevölkerung der Stadt Cherson wurde zur Flucht aufgerufen. Dieser von Moskau eingesetzte Beamte erklärt, dass ein Fährdienst vom Hafen Cherson operiere. Er bringe die Menschen auf die andere Flussseite. Dort sei eine vorübergehende Anlaufstelle eingerichtet worden. Die Rettungskräfte legten die Reiseroute fest. Diese würde auf Grundlage des persönlichen Wunsches selbst gewählt und in die neuen Gebiete oder die russische Föderation führen. Cherson war eine der ersten Städte, die im März von russischen Truppen erobert wurden. Da Kiew es ablehne, die Ergebnisse der Referenden über einen Beitritt der annektierten Regionen zu Russland anzuerkennen, sei das Kriegsrecht verhängt worden, so Putin. Vor dem Beitritt zur russischen Föderation herrschte in der Volksrepublik Donetsk, der Volksrepublik Luhansk und in den Regionen Cherson und Saporischschja de facto das Kriegsrecht. Jetzt muss es nur noch gemäß der russischen Gesetzgebung formalisiert werden. Deshalb habe ich ein Dekret zur Einführung des Kriegsrechts in diesen vier Entitäten der russischen Föderation unterzeichnet. Ich werde es unverzüglich dem Föderationsrat zur Genehmigung vorlegen. Während man in einigen Ortschaften der Ukraine wie Kupjansk nach der Rückeroberung zu einer Art Normalität zurückzufinden versucht, gehen die Raketenangriffe auf mehrere Regionen des Landes weiter. So waren zuletzt russische Angriffe auf das Gebiet Winnyzja im Zentrum des Landes und im Gebiet Tschernihiw im Norden gemeldet worden.